Liebe Wanderfreunde, wie sollte es sein? Es ist Sonntag, schönstes Wanderwetter und die Crazy Wanderer sind wieder unterwegs. Heute in Berlebeck. Wir hatten uns eine Tour ausgesucht. Arm hat die etwas erweitert, um ein paar Kilometer, wie üblich. haben einen kleinen Parkplatz gefunden hier in der Nähe der Adlerwarte und starten jetzt halt unsere Tour. Ich glaube, das erste Highlight ist die Falkenburg-Ruine. Falkenburg-Ruine. Wie gesagt, ich hoffe, ja, was ich hoffe. Also landschaftlich wird das mit Sicherheit eine schöne Tour. Ob da noch mehr Highlights sind wie die Ruine, das werden wir dann sehen. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Nur ein paar Highlights haben wir auf jeden Fall. Werden sehen. Okay. Ich wünsche auch viel Spaß. Bis dann. Ja. Oh, 10 Minuten im Wald. Und schon kaputt. Ja, weil wir steiler. Das ging hier auch schon ganz schön hoch. Ja. Das liegt aber nur daran, weil du wieder nicht den offiziellen Weg gegangen bist. Ja, das wäre vielleicht so gewesen mit dem. Ja, wie heißt das? Ein bisschen abgekürzt. Ja, ist das so schön. Der Weg ist das Ziel, ne? Genau, wie kommen wir aber trotzdem nicht auf den Weg? Hier ist er. Ach, guck mal. Dann ist er. Aber der geht trotzdem auch noch hoch. Ah, guck. Was haben wir denn hier? Kleiner. Einsamer Weg. Ja, wir okay. Haben den kleinen einsamen Weg gefunden. Ja. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ne? Ja, lass uns mal überraschen. Unsere erste außerplanmäßige Highlights-Erkundung. Die Geisterschlucht. Ich hoffe, die ist jetzt hier auch gleich. Ups, das sieht nicht aus wie eine Geisterschlucht hier, Achim. Ja, alles in Ordnung. Da. Okay, alles in Ordnung. Jetzt doch länger wie gedacht. Ja, Achim hatte eben gleich noch eine. Aber es ist schön eng hier. Schön eng ist hier. Hm? Eng ist schön. Ach hier, Mensch. Ein bisschen bücken muss man sich. Ja. Ist das nicht toll? Super toll. Bücken mich gerne. Hä? Ja. Wo ist die Schlucht hier? Ich glaube, hier war die letzten 200 Jahre keiner mehr. Ja. Weiß ich nicht. Bist du gestürzt? Nein. Foto. Nein. Oh, kommt der Sache näher hier. Also, oh ja, ich sehe schon, hier geht es bergunter. Aber steil bergunter. Okay. Oh. Noch ein bisschen höher. Gehört. Gucken wir mal, wie weit wir dran sind. So, und warum heißt das Ding Geisterschlucht? Weißt du auch nicht. Ja, eigentlich sind wir da. Warum heißt das Ding da Geisterschlucht? Da müssen wir lang. Die da müssen wir lang. Ich kletter hier doch jetzt nicht runter. Nein. Das ist die Geisterschlucht. Okay, ja. Da vorne ein besserer Ausblick ist, aber das war es eigentlich. Die ist total zugewachsen. Ja. Aber das wussten wir vorher schon, hat der Achim eben schon mitgeteilt. Und hier wurden für die Falkenburg, ne? Genau. Die Steine abgebaut. Sandstein abgebaut. Vorsicht, da ist Stacheldraht. Oh, hier ist Stacheldraht. Ja, ganz gefährlich. Hier jetzt in 4K übrigens. Die erste Wanderung in 4K. Schön ist es. Warte, ich spring mal gerade. Wie, du springst halt an, wenn das abbricht? Dann haben wir Pech gehabt. Ne, du hast Pech gehabt. Wenn du hier kannst du ein schönes Foto machen. Ja, denn? Ja, geht hier ein bisschen runter. Ja. Ansonsten. Ja, da ja, mal gucken. Sind vielleicht 20 Meter, wenn überhaupt. Also, ich dachte, das wäre höher gewesen. Dann da nicht bei. Ja, gut. So ein kleines
Okay. Kleines Hidden Highlight hätte ich mal gesagt. Okay, genau, würde ich auch sagen. Von unten nach unten und dann hochklettern. Kann man auch machen. Gut. Ja, dann zurück. Okay. Auf zur Falkenburg. So, das ist die Falkenburg. Ruine. Achim, was hast du zu erzählen über die Falkenburg-Ruine? Hast du dich informiert? Sieht nicht so aus. Die Steine kommen aus den, aus den Geisterstoff. Sandstein. Der Mond steckt, der steht hier nicht drüber. Ja, ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ja, ist er doch. Ja, wir können ihn sehen. Ja. Ob du auf der Kamera zu sehen bist. So, wollen wir mal gucken. Zumindest ist von dieser Ruine sogar noch was zu sehen. Ja, Burghügel. Ja. Ja. Und drumherum ist wunderschön. Das wunderschöne Lipperland. Ja. Wo steht das? Was? Stand das irgendwo? Auf dem Schild, ja. Was stand da? Verboten. Was verboten? Auf dem Morgen. Stimmt doch gar nicht. Tja, ziemlich kaputt, Achim, hier. Alles. Ja, wer was wüsste, welche Schlacht das war, ne? Steht hier was? Oh, da steht sogar, echt. Du darfst nicht mehr elektronische Musik abspielen. Nein. Zu gewerblichen und beruflichen Zwecken zu fotografieren, ist auch nicht erlaubt. Ja, wir machen ja nichts für gewerbliches. Nee. Frag mir, ob sie richtig ausgebuddelt ist. Ja, weiß ich auch nicht. Wie sieht das aus, wenn wir das neu aufgebaut haben hier? Ja, haben wir extra aufgebaut hier. So ist das hier, ne? Ja, wie wir eben festgestellt haben, haben wir heute gar nicht so viele Highlights auf dem Tau. Das größte war eigentlich die Falkenburg. Das andere sind alles nur noch Aussichtspunkte, perfekte Aussichtspunkte, schöne Aussichtspunkte. Wundervolle Aussichtspunkte. Wundervolle Aussichtspunkte. Normale Aussichtspunkte, so wie hier. Jetzt haben wir einen normalen Aussichtspunkt. Ja. Ja. Okay, da hinten kann man das Dörfchen sehen. Nicht schlecht. Ja, wollen wir mal sehen, was noch wird. Aber da vorne ist das. Ach, da vorne ist das erst. Ich hab nichts verstanden. Hier auf Toppenland. Hammer. Schrei mich nicht an hier. Hier ist es besser.
Du musst in meine Richtung sprechen. Hier ist sehr windig. Hier kann man schon Aussichtspunkt zu sagen. Hier ja, okay, wir sagen hier mal Aussicht. Das ist schon in Ordnung. Da kann man okay. Schon mal ein Foto machen. Ja, dann mach mal. Dann komm, dann mach mal ein Foto. Foto. Ja. Okay. Kannst du vorher die Bäume da abholzen? Die Tannen hier. Die sind frisch gepflanzt. Früher waren die vielleicht nicht komm. Da. Könnte man mal zugucken, wie wir hier ein Foto machen. Super Sache. So, ja. Back. Ja. Gut, das war's dann erstmal hier. Dann bis zum nächsten perfekten Aussicht. Schon mal gelaufen? Ich komme zu mir bekannt vor. Zumindest sieht die genauso aus wie die andere, oder? Nee, hier waren wir nicht. Wir gehen auch nur 50 Meter wieder zurück. Okay. Das ist dann nur, natürlich geht es hier weiter, aber das ist ja nur dieser alte bedeutende Hohlweg. Achso, das ist der alte bedeutende Hohlweg hier. Genau. Sieht auch so aus, ja, kannst du schön aufnehmen. Okay. Ja, das ist so ähnlich wie der bei den nächsten Stahl, oder? Ja, genau so ist es. Wobei dieser natürlich länger ist. Ja. Das war ein Brennnessel. Ich hab mich verbrannt. Ich bin froh, dass du deine lange Hose mal anhast. Ja. Ja. Ja, die kurze. Ich kann aber auch gucken, ob das von hier weiterkommt. Mal gucken, was wir hier noch haben. Was? Also von hier kommen wir nicht weiter. Wenn, dann müssen wir gleich zurück. Ja. Aber lassen wir mal noch ein Stück gehen. Ja, Alter, was ist jetzt hier? Ihr glätt Steine. Warte. Okay. Ja, wer zuletzt lacht, Achim. Das war vorbei, da ist Ende. Ach so. Ja, gut. Meine ganz nett. Ja, jetzt habt ihr den schönen, kleinen, bedeutenden, was war der bedeutenden, alten Hohlweg, habt ihr gesehen. Ja, Freunde, mal wieder nicht allein. Wieder eine, das war das die perfekte, die super oder die tolle Aussicht hier? Super Aussicht, aber nicht alleine. Super Aussicht, aber nicht alleine? Ja, vorne, genau. Achso, guck mal. Ja, da sind wir wohl nicht alleine. Aussicht ist gut. Ja. Ein Steinhaufen. Einer wohl ein Feuer hier. So, wollen wir mal gucken. Außen sieht ja wirklich voll aus. Ja. Hat das. Na, das ist ganz nett. Wo ist er denn? Wo ist der? Achim hat mir eine Räuberhöhle versprochen. Jetzt sucht er hier die Räuberhöhle. Er ruft schon nach Alibaba. Ein Tucken noch. Was ist ein Tucken? Ein Tucken ist hier irgendwo. Wo ist die Räuberhöhle? Also in der Höhle, da müssen auch irgendwo Felsen und so sein, wenn du eine Höhle brauchst, ja, oder? Richtig, ne? Oder ein Berg oder. Oder ist das eine Erdhöhle? Ich würde mal sagen. Ja. Was haben wir hier? Ich glaube, die Höhle finden wir nicht. Das ist doch noch ein Stück raus im Ding. Dann guckst du mal rechts, wo wir links müssen. Weil hier die Räuberhöhle zweimal eingezeichnet ist. Ach so. Und wieder einer falsche Angaben gemacht. Sehr zu verwirren, damit man die nicht gleich findet. Ne? Wenn ja, ja, der erste war also schon alt. Scheiße. Ist ja auch
so eine Räuberhöhle ist ja auch schlecht, wenn jeder weiß, wo die ist, oder? Ja, da muss man natürlich ein paar falsche Fährten setzen. Genau. Ja, okay. So. Ja, weiß nicht. Hingebaut. Ja. So, wir müssen jetzt, ich folge mal dem Glas. Ah, guck mal. Oh, hier ist ein Loch. Alter. Was ist das? Das ist ein Loch, glaube ich. Ja. Ja, gut, dass wir da nicht durchgefallen sind, oder? Alter, das ist echt ein Loch, das geht echt tief runter da. Sag mal. Oder wolltest du mich da reinsitzen? Ne? Das ist die Räuberhöhle vielleicht. Ja. Ja, das kann sein. Jetzt haben wir keinen Stock, wir brauchen einen Stock lang. Ja, hol mal. Können wir ein bisschen hier den. Warte. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Nee, eigentlich muss halt auch weiter, aber ich will nicht stoppen. Also hier geht's auf jeden Fall runter. Jetzt ist, und man sieht den Boden nicht. Hier ist auch Stein. Ah, hier ist auch. Hier ist die Räuberhöhle. Ja, es gibt verschiedene. Ja. Einige da vorne war irgendwie. Ja, geht runter, ne? Ja, komm, da gehen wir runter. Da geht's runter. Oh, jetzt geht's runter. In die Räuberhöhle. Komm. Ab in die Räuberhöhle. Ja, wunderbar, es geht in die Räuberhöhle. Hast du Taschenlampe dabei? Ja. Gut. Taschenlampe raus. Oh Scheiße, warte mal. Hier, Achim, halt mal fest. Schau mal. Muss mir gerade. Ah, Scheiße, irgendwas hab ich gestochen. Ah, wenn's nicht nur sticht. Wenn dich der Hafer sticht, oder wie heißt das? Ja, ja. Ja, was sticht. Wenn dich der Hafer sticht, ja, ja, ja. Was hast du gemacht hier? Nicht so schnell hier. Nur festgehalten. Ja, gut. Ich komm. Oh. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ach, ein bisschen aufpassen, oder? Ja. Das müssen wir jetzt. Müssen wir hier mal ein Stück zerreißen, dann nicht mal da auch mal. Ja, jetzt erst den Profi, was? Dem Profi, Alter. Vor allen Dingen bist du Profi. Hör auf, dass ich da nicht runterschubst. Ja, ja. Das war. Auf dem Bild kann man gar nicht sehen, wie tief das hier runter geht. Ja. Ah, ja, ja. Oh, da hinten geht es noch 20 Meter bergab. Gut. Die letzten Läden fallen von mir. Juhu! Bald kommen wir wieder hoch. Okay. Das ist die Räuberhöhle. Ja. Guck mal. Soll ich nur mal gucken, wie wir wieder wegkommen. Ja, da vorne kommen wir raus. Ja. Ja. Anja hat sich schon mal gemeldet. Ja? Anja. Und? Weiß ich noch nicht. Ich hab noch nicht gesehen. Das sieht cool aus. Was? Das hier. Hat mir schon gefallen. Ihr habt schon süßige Fotos gemacht heute. Gar nicht erwartet. Bei der Tour, ne? Aber doch noch ein kleines Highlight. Die Räuberhöhle ist doch ganz interessant, ne? Stimmt. Ja, los. Wo geht's weiter? Ja,
War das ein kleiner Absteher, war? Was? Die Räuberhöhle. Ach, das war auch nur ein kleiner Absteher, war ja, gar nicht geplant. Wir müssen jetzt hier Berg hoch. Okay. Ja, dann locken wir für die Kamera hier ein neues Highlight. Diesmal heißt es der urige Waldweg. Naja. Das ist eher eine urige Wurzel, oder? Eine urige Waldmaske. Wenn man Fantasie hat. Das so. Okay. Wenn ich jetzt endlich mal einer einen Hunderter versteckt hätte oder so. Ja, dann, was ist denn, nee. Was ist denn mit deinem Römerschatz? Vielleicht hat ihn irgendwo einer hier versteckt. Ja. Den Römerschatz. Ihr sucht doch auch schon jetzt mittlerweile ein halbes Jahr. Ja. Alter, wo kommen die ganzen Deffen hier schon wieder her? So was dauert halt. Ist das so? Achim sagt, wir haben noch 20 Meter. Bis zur perfekten Aussicht. Super Aussicht. Aber das ist perfekt stand er noch. Ja, dann perfekter dann. Ja. Dann ist da noch eine Steigerung. Ja, mal gucken. Wenn wir wirklich eine Aussicht hätten, dann wäre das schon mal. Ja, oder wie es aussieht, sind ja die Tannen da oben. Ich befürchte. Ja, okay. Wir müssen euch enttäuschen. Da sitzen wieder welche, wenn das die Vielleicht ist das die perfekte Aussicht. Bei denen. Okay. Ich glaube hier. Es gibt immer Touren mit. Mit was? Mit Highlights, die keine Highlights sind. So. Ja. Ne? Vielleicht. Haben die Lipper, die sind so geizig, dass sie ihre ganzen Aussichten versteckt. Die teilen die nicht gerne mit anderen. Ha? So liegen kann man das. Das macht ja. Ach Gott. So, wir kommen zu einem allseits beliebten Fazit. Achim, anstrengende Tour mit wenig Highlights. Highlight war eigentlich nur die Falkenburg und wer dann noch Zeit hat und Geld hat, 6,50 Euro für Eintritt, kann sich die Adlerwarte noch angucken. Ja, sonst war es grün, aber mit hartem Bodenbelag. Ja, ne? Hast recht, kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, dass alle möglichen Bodenbelege wir heute fast durch haben, außer Eis und Schnee. Sehr anstrengend zwischendurch, Laub mit großen Steinen drin und naja, wie gesagt, es war sehr anstrengend und wenn man die Tour laufen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall gute Schuhwerk dabei haben und genügend Wasser, ja, und genügend Mineralwasser und keine Anfänger sein. Also ist ja schon sehr, sehr anstrengend. Wir haben jetzt über 20 Kilometer haben wir jetzt gelaufen, 22 Kilometer haben wir. Ja, ja, ansonsten, ja, hast du ja schon alles gesagt. Adlerwarte war jetzt, muss man abpassen. Wir hatten, was war, 11 und 15 Uhr waren, glaube ich. 15.30 Uhr ist das mittlerweile oder sowas. Waren die, ne, 15 Uhr. 15 Uhr, genau. Also 11 und 15 Uhr sind da die Veranstaltungen, wer da Vorführung, mitmacht. Vorführung. Flugvorführung. Erwachsene 6,50, keine Ahnung, wir packen Bilder mit bei Komoot rein, könnt ihr euch dann ja angucken. Ja, ansonsten. Ja, schönen Feierabend noch, ne? Ja, schönes Wochenende. Den machen wir jetzt auch. Schönen Feierabend. Ciao.